mit dem Ausblick gibt es keinen Punkt auf der östlichen Seite hier in Köln im Osten. Das gibt es einfach nicht. Ne? Man sieht das Bergische Land, die Siebengebirge, den Kölner Dom und nach Norden hin, wenn es jetzt dunkel wäre, würden wir auch das Leverkusener Bayerkreuz sehen. Also es gibt keine Einschränkung. Auf dem Kalkberg soll ein Hubschrauberflughafen gebaut werden, inmitten von drei Wohnvierteln, Buchforst, Kalk und der Stegerwaldsiedlung. Im Umfeld von 1 Kilometer wohnen hier 25.000 Menschen und wir halten das für unmöglich, zwischen drei Wohnvierteln, die so dicht bebaut sind, einen Hubschrauberflughafen zu setzen. Einige nehmen den nur als Müllhalde wahr, ganz viele sogar, weil ja auch unten dran steht, betreten verboten. Aber Leute, vor allem hier aus Buchforst, wo der Berg ja direkt angrenzt, haben hier ihre Jugend gespielt. Das tun auch heute noch die Kinder und Jugendlichen. Auf der Nordseite des Berges, im Wald kann man fast sagen, zwischen den Bäumen, da gibt es Hütten und Lager und da ist offensichtlich im Sommer unglaublich viel los. Und seitdem die Buchstaben auf der autobahnseitigen Bergflanke stehen, kommen immer mehr Leute, die so vorbeifahren, die gesagt haben, ich wollte immer mal wissen, was hier oben ist. Und jetzt, wo die Buchstaben sind, hat mich das eingeladen. Zunächst mal soll der Hubschrauber ja nur, oder die Hubschrauber sind ja zwei, die sollen ja nur angeblich tagsüber starten. Das wird bei 15 bis 20 Starts und Landungen pro Tag sicherlich die Wohnqualität erheblich mindern. Lärm, Gesundheit, das ist eine Belastung, die für die Menschen hier nicht hinnehmbar ist. Also in Buchforst ist es ganz klar auf der einen Seite die Autobahn, die Stadt A4, Stadtautobahn, Bahnlinien und zurzeit ganz schlimm Umleitungsverkehr durch LKWs. Außerdem gehen die Flugzeuge mitten über den Stadtteil Buchforst hinweg. Und bei der Bürgerversammlung im Dezember letzten Jahres in Buchheim hat der Stadtdirektor Kahlen den Buchforstern gesagt, wir wissen, dass sie stark vom Lärm geplagt sind. Bitte bringen Sie dieses Opfer auch noch für die Bürger der Stadt Köln. Also wenn man hier so am Lagerfeuer sitzt, ist ein bisschen weg von der Autobahn, auf der Nordwestseite, da kann man schon auch ganz mit ein paar Leuten mal hier sitzen, Bierchen trinken, mit schönem Blick auf die Stadt. Kann ich nur einladen, sollen die Leute ruhig mal ausprobieren.